hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier bei mir, dem Chris, zurück zu einem neuen Let's Play. Und zwar werden wir spielen Kerbal Space Program. Jawohl. Also, ich kenne dieses Spiel schon sehr, sehr, sehr lange und eigentlich habe ich es auch schon seit es raus ist. Habe jetzt viele, viele Monate Pause gemacht, weil, das Spiel war so ruckelig und zappelig und hast du nicht gesehen. Und ich habe schon so die ein oder andere Mission gemacht, bin schon zum Mond geflogen, habe da schon Rover abgesetzt und so weiter. Und wir werden jetzt mal die Karriere spielen, denn das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Und ich habe da mal voll Bock drauf, mit euch zusammen das Ganze dann hier durchzuziehen. Ja, Kerbal Space Program, wer kennt es nicht? Das ist selten, dass Leute das nicht kennen, aber für die Leute, die es nicht kennen, worum geht's? Ja, es geht um eine Raumfahrtsimulation und zwar tatsächlich um Raumfahrt. Es geht darum, Raketen zu bauen, zu Planeten zu fliegen, Messungen zu machen, Daten zu übertragen und so weiter und so fort. Und das sind hier die sogenannten Kerbalnauten, also quasi unsere Astronauten. Und wie man sieht, die sehen schon voll geil aus. Und ich kenne die Jungs halt schon seit Anfang an. Und jeder, der Jebediah Kerman kennt, der weiß, worum es geht. Ja, Jebediah ist einer der Kerbonauten, durchaus witzige Geschichten gemacht hat. Ja, also das ist Kerbal Space Program und wir werden auch gleich mal starten. Nochmal ganz kurz was gesagt zu dem Spiel. Das Spiel beinhaltet viele Mods. Ja, also sagen wir mal so, man kann viele Mods in dieses Spiel integrieren. Unter anderem den Mod MeshJab. Und MeshJab ist quasi ein Tool, was euch hilft, diese ganzen Dinge im Weltall hinzukriegen. Denn es ist gar nicht so einfach, eine Rakete ins Weltall zu bringen, wie viele von euch vielleicht denken. Ja, und um das Ganze langsam zu machen, also wir werden kein Free-to-Play machen, also freies Spiel, Free-Play, sondern wir werden tatsächlich die Karriere machen. Und da sieht man auch, wie das aufeinander aufbaut, welche Forschung man betreiben muss, welche Teile man für eine Rakete braucht, wie das alles funktioniert. Und ich habe die eine Mod installiert, das ist die High-Resolution, hohe Realität quasi, ja, also da, dass die Texturen etwas besser werden, damit ihr auch ein wenig was davon habt. Ja, wenn es im Hintergrund rauscht, liegt es daran, dass hier 170 Grad in diesem Raum sind und mein Propeller mich von hinten belüftet. Ja, also, gut, fangen wir mal an, nicht lang quatschen, Kopf in den Nacken. Wir werden natürlich ein neues Spiel starten und wir werden natürlich eine Karriere starten und wir nennen das Ganze mal Fell Powers LP. LP, ihr wisst ja, LP und so. Uah. So, dann nehmen wir natürlich von Squad hier das Logo, ne? Das ist ja der Hersteller sozusagen. Ja, Karrieremodus. Wir wollen, ich denke mal, wir werden normal spielen. Gehe ich mal von aus, oder? Normal, easy ist jetzt noch ein bisschen, alles ein bisschen lalala und so, ne? Stock Vessels. Aber wir werden mal von vorne anfangen, also quasi mit einem normalen Spielstand, also einer Schwierigkeit. Und wir werden uns mal jetzt in das Spiel begeben. Genau, so, also. Der Gene Kerman begrüßte uns, nice to meet you, und das ist der Flight Director und der wird uns mit kleinen Hinweisen durch das Spiel begleiten. Ich sage danke, danke, kenne ich. Ja, und was haben wir hier? Wir haben hier unsere noch unausgebaute Weltraumbasis, sage ich jetzt mal. Also das ist ja keine Weltraumbasis, das ist ja eine Erdbasis sozusagen. Also wir haben den Astronautenkomplex, da sehen wir halt, welche Astronauten so da sind. Die können wir quasi anheuern. Und das sind die, die wir haben. Ja, also hier ist auch wieder Jebediah Kerman. Da ist er, ja. Ich habe vorhin Kerbal gesagt, ne? Oder ist natürlich Kerman, ist ja klar. Wir haben Bill, Bob und Valentina. Wir haben tatsächlich eine Frau. Ja, ist ja witzig. Gab es früher nicht. Jetzt gibt es auch Frauen. Und da sieht man, was sie sich so zutrauen. Ne? Also Courage und Dummheit. Und also quasi Mut und Dummheit. Und da sieht man, es gibt Leute, die sind nicht so dumm. Es gibt Leute, die sind ein bisschen dümmer. Und man sieht auch, was die sind. Piloten, Engineers, Scientists und so weiter. Und wir haben natürlich dann auch die Möglichkeit, dass wir sie verlieren. Ja, also das heißt, wenn wir das Ding kaputt fliegen, dann sind die Kerbal auch weg. Ja, das ist natürlich uncool. Ja, hier oben haben wir dann auch unsere Kohle und so weiter und so fort und unsere Science-Punkte. Da kommen wir gleich noch dazu. Gut, dann haben wir hier das Administration Building. Hier sieht man natürlich bestimmte Dinge, die wir machen können. Mehr Kohle, weniger Reputation. Also es gibt so ein paar Dinge, die wir hier so quasi
abstarten können. Das machen wir aber später, weil da kenne ich mich gar nicht mit aus. Das gab es nämlich zu dem Zeitpunkt gar nicht, als ich das Spiel begonnen habe. Es hat sich natürlich massiv was getan in dem Spiel und dementsprechend muss ich mich jetzt selber eigentlich auch erstmal wieder reinfinden. Aber viele Dinge weiß ich noch. Also wir haben hier zum Beispiel eine Landebahn, also eine Runway. Da haben wir dann hier einen Spaceplane Halle, sage ich mal. Hier können wir zum Beispiel Flugzeuge bauen. Ja, aber wir wollen ja keine Flugzeuge bauen, wir wollen ja tatsächlich Raketen bauen. Und das Ganze macht man natürlich hier im Vehicle Assembly Building, aber vorher gucken wir uns auch mal das hier an. Hier haben wir Research und Development und das ist eigentlich das, worum es hier geht. Das ist der Tree, ja, wo wir uns dann quasi entscheiden müssen, was wir dann alles so lernen wollen. Also interessant ist, wenn man sich das mal anguckt, hier zum Beispiel Rocketry, ja, kostet 5 Science, wir haben keine Science. Da sieht man, wenn wir das lernen oder wenn wir das hinkriegen, dann brauchen wir 5 Science-Punkte und diese Science-Punkte kriegen wir durch Missionen. Ja. Und was kriegen wir dann? Dann kriegen wir halt ein Swivel, eine Engine, also ein Triebwerk. Wir kriegen die Solid Fuel Booster, also quasi Booster-Raketen mit Feststoff-Booster, so heißen sie genau. Und wir bekommen einen Sprittank, einen Fülltank. Ja. Also das wäre der Weg, wenn wir hier oben lang gehen und wenn wir hier unten lang gehen, dann, das ist dann Engineering 101, da bekommen wir dann Science Junior, das ist ein Self-Contained Laboratory, also muss man sich halt durchlesen, was man da so was man da so machen will oder was man da so braucht. Dann haben wir natürlich Antennen, ist ja klar, die brauchen wir auch, um Daten zu übertragen. Und wir haben einen Stack-Decoupler und der ist eigentlich schon ziemlich wichtig, um Staged-Raketen zu bauen, denn wir müssen ja die Stufen trennen. Ja? Und dazu brauchen wir den Stack-Decoupler, also den Stage-Trenner sozusagen. Und der braucht Start. Ja, also Start hier ist ja Start. Das ist das, was wir hier schon haben. Ja, das sind so die Bauteile, da kommen wir aber gleich noch zu. Ja, wir haben da natürlich eine Tracking Station. In einer Tracking Station sehen wir unsere Raumkörper, sage ich jetzt mal. Also da können wir gucken, können wir ja auf Probes anschalten. Wir können Debris, also quasi, und so weiter. Wir haben Rover, wir haben Lander. Also alles, was wir so im Weltall haben, wird hier angezeigt. Das sind übrigens hier Stationen, also Launch Sites. Da können wir starten oder landen. Also je nachdem, was wir machen wollen. Also das ist die Map, da kommen wir gleich noch dazu. Und man sieht auch ein bisschen, das ist alles noch ein bisschen träge, vom Laden. Aber manchmal ist das so bei dem Spiel. Und wir haben natürlich das Launchpad, aber wir haben natürlich keine gespeicherten Vessels, also quasi Raketen. Und dementsprechend können wir hier auch nicht aufs Launchpad. Hier haben wir das Vehikel oder das Rocket Assembly Dingens, Bummens hier. Ich weiß jetzt gerade, ich habe gerade nicht genau hingeguckt, wie es heißt. Aber hier bauen wir unsere Raketen. Ja, also die haben wir dann so verschiedene Stationen. Stationen, verschiedene Module. Also ein Command Pod zum Beispiel, da sitzen die Kerbals dann drin. Fuel Tanks haben wir noch keine. Engines haben wir nur die kleine. Ne? Flare, Solid Fuel Booster, also quasi Feststoff Booster. Wir haben kein Command- und Kontrollmodul. Wir haben ja hier ein Gleitersegment, okay, oder ein Gördersegment, Gleiter. Wie komme ich auf Gleiter? Gördersegment natürlich, also quasi so ein Metallsegment, womit wir Dinge verbinden können. Wir haben eine Fin, also einen Flügel, einen Basic-Flügel, den werden wir auch brauchen, weil das Spiel hat natürlich auch Physik. Ja. Wir haben hier einen Parachute, also einen Fallschirm. Und wir haben ein Mystery Goo. Ja, Mystery Goo. Das Ding braucht man, um bestimmte Dinge so quasi aufzusammeln, ja, also um da zum Beispiel Geld mit zu verdienen und Science-Punkte. Wir haben 25.000 Geldeinheiten, nennen wir es mal Euro, ja, und das kostet natürlich alles Geld, ja, was wir hier so kaufen müssen, wenn wir was bauen wollen. Ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir natürlich noch Casepedia, also quasi sowas wie Wikipedia, nur für KSP, ne? Also für Kirby Space Programm. Wir haben hier unten rechts ein paar Stats, ne, über die Crafts, die wir so herstellen können. Im Moment können wir mit 30 Parts arbeiten, ja, also mehr dürfen wir nicht. Und Contracts haben wir keine, also Aufträge. Und wir haben hier unten noch, was steht da? None, ja, okay. Und hier haben wir Reset, also da kannst du dann quasi hier alles wieder resetten. Witzig ist, es sieht cool aus. Es war früher alles ein bisschen komischer, aber es sieht irgendwie schön aus jetzt mittlerweile, muss ich sagen. Also bin ich gespannt. Wie gesagt, hier oben können wir dem Spacecraft Namen geben, können das Ganze auch speichern. Ja, also dann haben wir halt die Möglichkeit, das Ganze auch immer wieder aufzurufen. Aber wir werden jetzt mal mit der Karriere anfangen, nur dass ihr erstmal einen groben Überblick bekommt. Also ihr könnt quasi Flugzeuge bauen, ihr könnt Raketen bauen, ihr habt Science, ihr habt Astronaut-Komplex, wo die Astronauten drin sind. Du hast Administrator,
Administration Building, da steht es ja auch, das Administration Building may not seem like a very exciting place at first, but here is where all our strategic decisions are made. Also sozusagen, das ja, Administrationsgebäude mag vielleicht nicht so toll aussehen, um zu beginnen, aber hier, ja, ja. Aber hier ist, wo all unsere strategischen Entscheidungen gemacht werden. So heißt es quasi übersetzt. Ja, hier links haben wir dann natürlich noch so die verschiedenen Punkte. Die können wir dann damit auch schnell aufrufen. Ja, ihr könnt natürlich auch hier draufklicken, wie ihr das wollt. Das ist auch kein Problem. Ja, was wollen wir machen? Wir wollen natürlich beginnen mit unseren Missionen. Halt, Moment. Mission Control. So, da sind wir. Also, wir sind jetzt hier in der Mission Control. Hier sehen wir unsere Quests oder unsere Aufgaben. Und wir werden einfach mal mit der ersten Aufgabe beginnen und werden uns die mal angucken. Also, in 2 Tagen ist das Ganze gegessen. Und wir sollen machen, recover or transmit any science experiment data from Earth to achieve this goal. Das heißt, wir sollen quasi Wissenschaftsexperimentdaten einsammeln oder übertragen von der Erde. Das ist easy. Kriegen wir hin. So, dann haben wir hier noch, wir sollen das erste Vessel starten, also unsere erste Rakete sozusagen, vom Launchpad oder von der Runway, also Flugzeug, um das zu machen. Ich denke mal, das können wir gleich miteinander verbinden. Dann sollen wir aus der Atmosphäre rauspesen, 140.000 Meter hoch. Wird wahrscheinlich noch nichts werden, weil unsere Teile, die wir haben, noch nicht so doll sind. Deswegen werden wir jetzt erstmal die ersten beiden machen. Und wir sollen einmal um die Erde drumherum fliegen. Ja? Also fliege eine Rakete hoch und raus aus der Atmosphäre und beschleunige parallel mit der Oberfläche so, also bis du quasi in einem stabilen Orbit bist, um dieses Ziel zu erreichen. Sowas steht hier in der Art. Ja? Also wir werden aber mal hier ganz einfach anfangen. Man kann natürlich auch viele Dinge parallel machen, ja? Wenn man zum Beispiel erste Wessel starten soll. Das werden wir auch machen, das heißt, wir werden die annehmen und wir werden die annehmen. Und haben jetzt schon mal ein bisschen Geld bekommen, ne? Here we go! So, und das heißt, wir werden jetzt mal unsere erste Rakete bauen. Ja, wir wollen ja schließlich fliegen. So, da haben wir jetzt erstmal unseren Command-Pad. Den können wir hier so hinstellen, wie wir wollen. Dann haben wir hier einen Booster, den werden wir da mal noch dran fummeln. Zeig mal, ja. Dann haben wir hier die Flügel und da kann man hier unten was einstellen. Zweifach, dreifach, vierfach. Also wenn ich das jetzt so dran mache, dann seht ihr, dann haben wir 4 Flügel dran. So, und damit sind die auch schön symmetrisch. Ja, seht ihr ja schön. Das heißt, ja, man muss da nicht groß rumfummeln. So, wir brauchen natürlich einen Parachute, damit wir wieder sauber zur Erde kommen. Und wir wollen mal hier so einen Mystery Goo. Ne, da brauchen wir nicht 4. Da brauchen wir nur einen. Den werden wir jetzt hier auch mal... Wo bauen wir den mal dran? Den bauen wir da dran. So. Ja, also ihr seht schon, es gibt hier verschiedene Kategorien. Ja, man kann hier filtern, man kann alles Mögliche machen. Ja, also es ist schon cool, was man hier so eigentlich alles treiben kann. Ja, aber wir werden natürlich uns hier bei unseren ganz normalen Sachen erstmal aufhalten, da wir ja die Karriere spielen werden. So, mit einem Booster werden wir erstmal hinkommen, das ist kein Problem. Und ja, dementsprechend werden wir das Ganze mal speichern und wir geben dem mal einen Namen. Das nennen wir mal Starter MK1. So, das ist unser Starter MK1. Mit dem werden wir jetzt mal beginnen. Wir können ja den auch mal... Wir können ihn mal hier ein bisschen runterstellen, damit der nicht gleich runterfällt. Und das Ganze speichern wir jetzt mal und gehen aufs Launchpad. So, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Oh, das ist witzig. Das ist natürlich nachts. Das ist natürlich richtig geil. Also hier auf der Seite seht ihr die Zeitbeschleunigung. Hier kann man die Zeit beschleunigen. Das werdet ihr auch brauchen, wenn wir im Weltall sind. Weil wenn wir da zum Beispiel monatelang mit irgendeiner Probe irgendwo hinfliegen, mit irgendeinem Satelliten, wollt ihr ja nicht monatelang vorm Rechner sitzen und warten. Also Zeitvorlauf. Ja. Hier oben, ich habe das jetzt mal ein bisschen größer gemacht. Man kann das UI auch noch skalieren, ein bisschen kleiner machen. Ich habe es jetzt aber mal in der ersten Folge ein bisschen größer gemacht, damit ihr hier mal genau seht, was hier los ist. Hier oben haben wir unsere Anzeigen. Da habt ihr zum Beispiel die Höhe über Grund, ja, die ihr wissen müsst. Hier habt ihr die verschiedenen Atmosphärenanzeiger. Also da seht ihr, wo wir sind. Je weiter der Zeiger sich bewegt, desto weiter raus aus der Atmosphäre kommt ihr natürlich. Hier ist sie sehr dicht, hier ist sie nicht so dicht. Ne?
Hier haben wir, glaube ich, die Fluchtgeschwindigkeit. Ne? Oder was steht da oben drauf? Vertical. Ja, genau. Wir haben natürlich die Möglichkeit, Licht anzumachen, wenn wir welches hätten. Ja, haben wir nicht. Wir haben hier die Möglichkeit, die Füße auszufahren, wenn wir welche hätten. Und wir haben hier die Möglichkeit, Bremsen auszufahren, wenn wir welche hätten. Haben wir aber nicht. Hier auf der rechten Seite seht ihr wichtige Dinge, wie zum Beispiel den Fühl. Das heißt, hier seht ihr, was haben wir an Treibstoff. Ja, also man sieht dann also, auch wenn man hier drüber geht, welcher Treibstoff sich wo befindet. Das ist natürlich für später, wenn ihr so mehrstufige Sachen habt, ganz interessant, um zu gucken, ob ihr alles dabei habt. Und da haben wir zum Beispiel Electrical Charge, das heißt Strom, also Batterien in dem Fall. Wir haben Monopropellant, das ist quasi unser Raketentreibstoff. Und wir haben Solid Fuel. Das ist, also Monopropellant ist nicht ganz der Raketentreibstoff, das ist eigentlich ist es dieser Treibstoff, der benutzt wird, um die Steuerdüsen zu betreiben. Solid Fuel ist in dem Fall dann der Feststoffbooster. Ja, weil was anderes haben wir im Moment noch nicht und deswegen ist das der Feststoffbooster. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich hier unsere Contracts, damit wir sehen, was wir machen müssen. Wir haben hier die verschiedenen Geschichten, wie viel Science haben wir schon und so weiter und so fort. Und natürlich ist es auch immer wichtig zu wissen, wie viel Treibstoff man hat. Deswegen lassen wir das an. Und das Ganze hier ist MechJab. Ja? Also MechJab ist eigentlich so das Tool, was eigentlich alle verwenden und was auch wirklich, also was heißt alle verwenden, aber was viele verwenden. Und MeshJab ist cool, dazu muss man aber eine MeshJab-Einheit am Flugzeug anbringen, was wir nicht haben. Aber MeshJab kann viele, viele, viele geile Sachen machen. Ja, also hier Surface-Info zum Beispiel, dann seht ihr also, was da quasi abgeht. Und unser Vessel-Info können wir uns auch mal anzeigen lassen. Da sehen wir, was unser Raketenviech hier so macht. So, was sehen wir hier noch auf der Seite? Hier unten, also hier sehen wir erstmal Jebediah, das wird spaßig, ja. Da können wir gleich mal ein EVA machen. Das heißt, wir werden Jebediah jetzt mal quasi raus schmeißen aus dem Raumschiff, weil, oh, das wäre jetzt ein Problem, glaube ich. Ich glaube, Jebediah kann nicht wieder in die Rakete rein, weil wir keine Leiter dran gebaut haben, weil wir auch keine haben. Aber Jebediah ist jetzt draußen. Es ist Nacht, das ist total bescheuert eigentlich, man sieht nichts. Und man kann dann jetzt quasi einen Science Report machen, weil er ist ja quasi draußen. Was ich aber nicht mehr weiß, ist, wie das geht. Ach so, ich glaube so. Genau, man klickt ihn rechts an und dann sagt man EVA Report. Und da seht ihr das EVA Report, weil Flying Over Earth Highlands, also während wir über die Highlands geflogen sind, oder naja, wir sind nicht geflogen, wir stehen ja noch, aber. Ja, da haben wir auf jeden Fall Daten gesammelt und das Ganze dann recovered. Also recovern, wenn wir es also quasi einpacken und bei der Landung wieder abgeben, bekommen wir 5,6 Science-Punkte. Wenn wir es übertragen, bekommen wir auch 5,6. Wir drücken mal auf Übertragung und da sieht man, no comm devices. Ja, das heißt, wir können das Ganze nicht übertragen, weil wir keine Antennen haben. Das heißt, wir müssen das Ganze keep. Ja, so. Ja, Keep Experiment. So. Damit haben wir Jebediah quasi, ja. Store Experiments. So, da sehen wir wieder, ne? Wo die Edit. Das ist, also wie gesagt, ich hab das lange nicht so gespielt, weil, ja, ich habe immer keine Crew-Reports machen müssen oder so, weil ich tatsächlich, ja, ich habe in der freien Version gespielt sozusagen. Also da kann man ja alles machen. Aber ist egal. Wir boarden erstmal das Ganze wieder. Das heißt, wir haben schon mal unsere ersten Science-Punkte. Jetzt kriselt es hier. Jetzt ist Jebediah wieder an Bord. Und wie gesagt, Interieur-Overlay. Oh, ist das geil. Das kenne ich ja noch gar nicht. Wie geil ist denn das, ey? Ist ja cool. Da sieht man den Jebediah da drin sitzen. Guckt es euch an. Das ist ja geil. Das kenne ich noch gar nicht. Ja, gut. Hat der gerade gewunken? Ja, er freut sich, herrlich, herrlich, herrlich. So, ihr könnt natürlich auch hier reingucken, was Jebediah sieht, ja. Also das ist witzig, dass das auch geht. Was ich jetzt aber wieder nicht weiß, ist, wie wir da wieder rauskommen aus dieser Sicht. Ja, das ist das Problem, was wir jetzt haben. Verdammt! Ich glaube mit C, genau, mit C kommen wir wieder raus. So, und wir machen mal hier Jebediah anklicken. Jetzt sehen wir nicht. So, hier haben wir noch Mystery Goo. Da können wir, ja, mal gucken, ob wir hier irgendwas researchen können. Können wir?
be doing much right now, also scheint nicht so, aber wir haben 0,93 Science, wenn wir es keepen, das heißt, wir keepen das Ganze. So, dann wollen wir mal starten. Also, wir machen nochmal weiter mit der ganzen Installation hier. Wir haben hier unten die verschiedenen Stages, ja. Das ist auch wichtig, dass man verschiedene Stages quasi hat. Was wir jetzt haben, ist, wir haben keine Stages, das heißt, wir müssen noch eine hinzufügen. Ja, das heißt, wir haben jetzt eine Stage. Wenn wir jetzt auslösen, würde Folgendes passieren: Der Booster würde zünden und der Fallschirm würde ausgeworfen werden, was natürlich total bescheuert wäre. Ja. Also müssen wir zwei Stages haben. Die erste Stage ist, dass der Booster einfach drag and drop, dass der Booster zündet. Das ist die erste Stage. Also eigentlich ist es verkehrt rum. Das ist nämlich die nullte. Ja, also müssen wir es eigentlich so machen: Die nullte ist quasi Booster zünden und die erste ist dann den Fallschirm auslösen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rumgemacht. Kann natürlich sein, dass wir jetzt erst den Fallschirm auslösen. Aber wie gesagt, prinzipiell ist 0 natürlich die erste und 1 die zweite. Normalerweise geht es, glaube ich, von unten nach oben. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Aber ist egal. Werden wir gleich rausfinden. Hier unten haben wir unser Kontrollpanel, wo wir dann auch bestimmte Dinge sehen. Wie zum Beispiel auch unsere Beschleunigung. Ja? Pitch, Roll und Yaw. Also um die Hochachse quasi. Ja, wir haben Docking-Mode, wir haben Staging-Mode und wir haben die Map, genau, da sehen wir auch die Map, da sehen wir schön Kürbel, quasi die Erde, ja, wenn man es so sieht. Und wenn man jetzt mal rausscrollt, dann sehen wir, dass wir um Kürbel haben wir Moon. Ja, also der heißt normalerweise Moon, M-U-N, aber ich habe dieses Realismus-Mod installiert, wo die dann die richtigen Namen haben, ja. Und wenn wir weiter scrollen, dann sehen wir natürlich auch so Sachen wie, ja, die Sonne und den Mars und die Venus und ja, wie sie alle heißen, Jupiter. Wie gesagt, die heißen in Kerbal normalerweise anders, aber ich habe ja diesen Mod installiert, ja. Neptun haben wir hier, Pluto, Uranus und das andere war hier Merkur, glaube ich, ne? Ja, Merkur ist ja ganz dicht an der Erde dran, an der Sonne dran. Merkur, genau, da ist er. Mercury heißt eigentlich Quecksilber, aber naja. Gut, also hier seht ihr, wenn ihr M drückt, kommt ihr auf die Karte und dann seht ihr, wo eure Vessel sich befindet, euer Raumschiff. Ja, hier in der Mitte ist ein ganz wichtiges Element, das ist der Navball. Den braucht ihr auf jeden Fall bei den Missionen, um auch eure Lage im Raum zu finden. Denn ja, im Raum gibt es halt drei Dimensionen und da ist es immer nicht so einfach zu gucken, wo man denn so ist. Ja. Und unter anderem haben wir hier die Geschwindigkeit, die wir einstellen können. Das können wir, glaube ich, mit ja, genau, mit Steuerung, also mit Umschalt geht es hoch und mit Steuerung geht es wieder runter. Könnt ihr quasi die Leistung eurer Triebwerke anfahren. Jetzt haben wir einen Solid Booster, das heißt einen Feststoffbooster, den zündet er einfach nur und der schießt und ja, da ist nichts mit Regeln. Deswegen ist egal, ob ihr jetzt hier beim Feststoffbooster das Ding anhabt oder nicht. Hier auf der anderen Seite sehen wir die G-Force, die Beschleunigung. Also die sollten natürlich nicht hier oben sein. Das ist für den Jebediah richtig uncool. Und ihr werdet auch sehen, dass die dann richtig abkacken. Ja? Wenn man die richtig dolle belastet, dann verdrehen die schon mal die Augen. Ja. Und wir haben natürlich hier unsere Geschwindigkeit relativ zur Oberfläche. Das heißt, Fluchtgeschwindigkeit, da sehen wir dann, wie schnell wir sind. Ihr werdet dann auch witzige Effekte sehen. Unter anderem auch Feuer und sowas alles. Also quasi, wie sagt man? Plasma, ja, also wenn man halt sehr schnell so irgendwo durch die Atmosphäre möbelt. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt starten, starten tun wir mit Space. Und ja, es ist jetzt nachts, das wird ein bisschen witzig aussehen. Und dementsprechend bei T minus 10 Sekunden, naja, machen wir 5, T minus 5 Sekunden geht's los. 5, 4, 3, 2, 1, Start. We have a liftoff. Nein, we have not liftoff, weil wir haben unseren Fallschirm gezündet. Oh, Scheiße. Okay, das heißt, wir werden wieder mal zum Space Center zurückgehen. Ist witzig, ne? Und werden hier mal unsere Stages machen. Es ist tatsächlich so, die untere Stage ist halt die, die zuerst angefahren wird und die obere ist dann die letzte, die dann ausgeführt wird. So, das Ganze speichern wir mal und wir gehen wieder auf Launchpad und wir clearen das Ganze. Ja, machen wir. Ja, weiter. Ja. Oh, haben wir unsere erste Mission schon fertig? Nein, haben wir nicht. Okay. So, jetzt geht's los. Also, ich habe jetzt ein bisschen was erklärt hier. Wir machen mal hier unser Mesh-Chap-Schnatter noch an, damit ihr noch mal ein bisschen was seht. Surface-Info und Vessel-Info. Und wir machen hier oben mal den Treibstoff an, damit ihr den auch seht.
Und ja, ich würde sagen, 5, 4, 3, 2, 1, Start. So, wir sind gestartet. Und ihr seht, wir sind ungefähr auf 6000 Meter Höhe. Ja, 7000 Meter Höhe. Ja, das ist okay. Dann werden wir jetzt mal hier Mystery Goo machen. Hier. Mal gucken, was wir da so finden. Okay, den keepen wir, aber den hatten wir schon. So, jetzt machen wir mal ein Crew-Report aus der Luft. Okay, 3,5 Science, Hammer. So, wir sind 9000 Meter hoch. Oh, das ist natürlich ziemlich geil. Ja, das ist ziemlich geil. Elektrik. Jetzt geht's wieder abwärts. Es geht abwärts. Wir fallen runter. Also, wie gesagt, wir haben jetzt noch eine Stage. Oh, jetzt geht's aber senkrecht nach unten. Das ist ja witzig. Ja, EVA sollten wir jetzt nicht machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob EVA geht, weil ich glaube, dass er dann wahrscheinlich abfallen wird. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich das Vessel auch noch steuern. Also man sieht das hier so ein bisschen, ja. Könnt ihr natürlich machen, weil wir ja Flügel haben. Aber das Ganze funktioniert natürlich nicht so schön, weil wir natürlich keinen Antrieb haben. Das heißt, es geht jetzt abwärts. Hier oben haben wir noch RCS und SAS. Das können wir anschalten. Das sind Stabilitätsprogramme oder Stabilitätssysteme. Jetzt starten wir mal den Fallschirm, damit wir nicht ganz so an der Erde klatschen. Merke. Höhe über Grund ist nicht die Höhe eures Flugzeugs, eures Raumschiffs vom Boden aus gesehen. Denn wenn ihr euch in 1147 Meter Höhe befindet und ihr bei 2000 Meter an den Fallschirm zieht, dann wird das nichts, weil das Ding zu schnell ist. Jebediah ist tot. Jebediah ist tot. Jebediah ist tot. Okay, also fangen wir einfach nochmal an mit Valentina Kerman. Ja, also es tut mir leid, Jebediah ist jetzt tot und kommt nicht wieder. Dementsprechend 5, 4, 3, 2, 1, Start. Ja, also ihr seht, wenn man da nicht aufpasst, dann kann das durchaus zu Problemen führen. EVA machen wir am besten nicht. Wir machen mal gleich den Fallschirm raus, damit wir nicht wieder an der Erde klatschen. Das kann natürlich jetzt auch passieren, dass der Fallschirm abreißt. Ja, kann natürlich auch sein. Und dementsprechend gucken wir uns das jetzt mal an. Also er sollte ungefähr bei, ich sag mal, ich glaube 500 Meter war es früher, wo er dann auslöst. Also hier seht ihr nochmal die Geschichte mit der Höhe und da seht ihr eure wahre Höhe und die habe ich natürlich jetzt gerade nicht beachtet. Und Valentina freut sich richtig, richtig schön hier. Wir gucken mal rein zu ihr. Scheiße, seht abwärts. Ja, nein, wir wollen keinen Crew-Report machen. Transfern wollen wir auch nicht, weil wir haben ja keine Dings. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt überlebt. Wir gucken mal, 178 Meter pro Sekunde ist ja schon viel. Wir sind 2000 Meter über Grund. 1800, 1600, 1500. Wir gucken mal, jetzt muss der Fallschirm mal langsamer aufgehen. Jetzt geht er auf und unsere Geschwindigkeit geht auch runter. Und ihr habt gesehen, das war natürlich ein krasses Ding. Aber der Fallschirm geht runter. Oh, ich habe was vergessen. Aber wir haben keinen Stack-Decoupler, ne? Haben wir nicht. Deswegen können wir jetzt nicht decoupeln. Sonst hätte ich nämlich unten den Booster abgekoppelt und wir wären nur mit der Landefähre gelandet. Aber so geht's auch. Wie gesagt, ist natürlich jetzt Nacht. Das ist richtig kacke eigentlich. Aber was soll man machen, ja? Muss auch in der Nacht gehen. Wir sind in 170 Meter Höhe. Und 6 Meter pro Sekunde, das ist eigentlich ein ganz angenehmes Ding. Sage ich mal, ja. Also da geht's jetzt nicht so
so schnell abwärts. Wie gesagt, tut mir leid, dass Jebediah tot ist, denn das ist so. Naja, also wenn ich ehrlich bin, war das Ganze geplant. Denn es ist ein Running Gag, dass Jebediah tot ist. Ja, und ihr werdet jetzt sagen, oh, das ist ja zufällig passiert. Naja, es ist schon auch gewisserweise zufällig passiert, aber Jebediah muss halt sterben. Das ist, glaube ich, so ein Running Gag von jedem, der Kirby Space Center spielt, weiß, dass Jebediah irgendwann stirbt. Ist einfach so. Also ich glaube, bei jedem von uns, der das Spiel mal angefangen hat, ist Jebediah mal gestorben. Ja, also tut mir wirklich leid, dass das passiert ist und ich hoffe auch, dass ihr mir das nicht übel nehmt. Aber wir sind jetzt 1,8 Meter über der Erde, das heißt, wir sind tatsächlich gelandet und dementsprechend werden wir jetzt nochmal einen Crew-Report machen, aber den brauchen wir nicht machen, weil den haben wir ja schon gemacht. Wir können ja nochmal ein EVA machen. So, machen wir nochmal einen Crew-Report. Nehmen wir mal die Daten. Genau. Das können wir mal nehmen. So, dann gehen wir das Ganze mal, klettern wir mal raus. So, oh, hingefallen. Man sieht nichts, ist so duster. So, jetzt können wir natürlich mit Valentina auch ein bisschen rumlaufen. Und dann machen wir hier nochmal einen EVA-Report. Und zwar keepen wir mal das Experiment. So, und dann versuchen wir mal hier wieder reinzuklettern. Machen wir Mysterious Goo, können wir auch noch mal probieren, ob das geht. Achso, wir sind jetzt nicht am Flieger. Oh, jetzt ist er hingefallen. Gut, okay, also wir recovern jetzt das Vessel. Das heißt, wir haben die Mission im Prinzip bis dahin erstmal hinbekommen. Ja, wir haben ja unsere Daten gesammelt. Ja, Valentina, ja, ist okay. Ja, das heißt, wir haben jetzt 31,5 Science-Punkte. Und die werden wir natürlich auch gleich ausgeben bei Research and Development. Und wir werden natürlich die Basic Rocketry wegen dem Decoupler nehmen und dem Triebwerk. Und wir werden auch beim Engineering schon mal weitermachen, damit wir Antennen haben und quasi hier loslegen können. So, jetzt haben wir noch 21, dann gucken wir mal. Bei den normalen Rocketry, da hätten wir noch große Solid Fuel Booster und wir hätten Fuel Tanks. Haben wir hier nicht auch Fuel Tanks gehabt? Ne, das ist nur der Booster. Hier haben wir einen Fuel Tank, okay, der hat wie viel? 45 nimmt der auf und hier haben wir 110, also 90 flüssig Sauerstoff sozusagen oder flüssig Wasserstoff und Oxidizer, also ja, 110. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Hier hätten wir noch die aerodynamische Nase, wieder noch ein Winglet und wir hätten hier einen Radialdecoupler, den braucht man auf jeden Fall auch, wenn man die großen Außenbooster absprengen will. Also von daher ist das immer gut, dass man das hat. Und was haben wir hier? Das ist Survivalability. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, also was haben wir hier? Hier haben wir ein Hitzeschild. Ein Radiator-Panel. A radial attachable radiator panel to help dissipate heat into space. Ja, also damit kann man quasi Hitze absorbieren. Dann haben wir hier ein Landing Strut, also das ist quasi ich weiß aber, was es macht. Ja, dann haben wir hier ein Radial Mount Drug Chute, das heißt, das ist auch ein Fallschirm und wir haben hier ein Parachute, ne? Also ein Drug Chute, das weiß ich jetzt nicht genau, was das sein soll, aber small deploys high up and certainly not enough to stop you smashing into the ground on its own, but useful for slowing craft down before the deployment of your main chute. Also das ist quasi ein Vorfallschirm, den man auswirft, um die Geschwindigkeit zu bremsen, um dann den Hauptfallschirm zu ziehen, weil wenn man nämlich zu schnell ist und den Hauptfallschirm zieht, dann klatscht man an der Erde, weil der Fallschirm abreißt. Ja, also das ist natürlich Kacke, was wir nicht wollen. Also ich denke mal, wir werden hier oben erstmal bei den Rocket Trees weitergehen. Wir haben jetzt nur 1,5 Science, das heißt, wir können nichts mehr weiter kaufen. Aber wir können erstmal unsere zweite Mission machen. Und das Ganze, wir gucken mal, ja. Jebediah ist noch da. Oh, Glück gehabt. Jebediah ist nicht tot. Jebediah ist nicht tot. Ja, wir haben ja reverted. Also wir haben die Mission quasi zurückgesetzt. Ist die Frage, ob wir das so spielen wollen oder ob wir das nicht so spielen wollen. Weiß ich nicht. Ja. Also ihr seht,
wir haben das Ganze geschafft, die Mission, und wir haben natürlich jetzt neue Missionen. Jawohl. So, und dann steht hier als nächstes, was wir machen sollen. Das Ganze machen wir aber dann in der nächsten Folge. Und ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und nehmt's mir nicht übel. Ich habe bestimmt ein Jahr kein Kerbal Space Agency, Kerbal Space Programm gespielt. Das heißt, wenn die Abläufe noch nicht so flüssig sind, dann nehmt's mir nicht übel. Für alle Kerbonauten da draußen. Ich weiß, ihr seid mir dann ganz dolle böse. Aber nehmt's mir nicht übel. Ich habe es lange nicht gespielt. Ich muss mich jetzt auch erst wieder reinfinden. Und ja, werde dann für euch das Ganze hier quasi online stellen, damit ihr euch mal Kirby Space Program angucken könnt. Ja, ich habe es damals in der Early Access Version gekauft und habe es bis heute nicht bereut. Es ist super, super, super witzig und man lernt extrem viel über Physik. Und ja, für jeden, dem so Astronomie und Raumschiff und alles so dessen Affinität, das ist, der wird sich daran erfreuen. Also, Laberababa, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Kerbal Space Program mit dem Chris. Und beim nächsten Mal fliegen wir erstmal ein bisschen weiter raus und machen ein paar Missionen. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, hab ich gesagt. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss.